Hallo liebe Leute, ich bin der Schorze von Sherlock Holmes und ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Ich versuche mich in Zukunft etwas kürzer zu fassen. 5 bis 10 Minuten sollten ausreichen, so denke ich, für meine Videos. Auch wenn, wie heute bei dem heutigen Thema, es durchaus mehr Material gibt, um das Ganze zu vertiefen. Aber da auch meine Sichtbarkeit eingeschränkt ist, erreiche ich kaum jemanden, möchte mir aber trotzdem auch den Spaß nicht nehmen lassen, Videos zu produzieren. Gleichzeitig ist das auch so ein bisschen ein Ventil, um Dampf abzulassen. Heute geht es mir um die Rundfunkgebühren. Und ich fange mal völlig untypisch an, nämlich mit einem ARD-Aufmacher mit dem Thema, mit der Überschrift Stellenabbau bei Autobauer BMW streicht 6.000 Stellen. Corona-Krise ist durch Corona-Krise unter Druck. Das kennen wir mittlerweile. Aber warum das so, warum ich diesen Aufmacher zum Start nehme, erkläre ich im weiteren Verlauf. Denn wir gehen weiter. Die Hälfte der bedrohten Stellen der Lufthansa werden in Deutschland abgebaut. Bei der Lufthansa sind in der Corona-Krise insgesamt 22.000 Stellen bedroht. Die Hälfte davon in Deutschland. Weiter geht es mit Warenhauskonzern Karlschlag bei Galeria Karstadt Kaufhof. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt mehr als ein Drittel der Filialen. Rund 6.000 Beschäftigte verlieren ihren Job. Die Folgen für die Innenstädte könnten dramatisch sein. Ja, und dann steht hier noch bittere Stunde für den Einzelhandel. Dies ist eine der bittersten Stunden in der Geschichte des deutschen Einzelhandels, sagte der Verdi-Einzelhandelsexperte Orhan Akman. Wir reden von mehr als 6.000 betroffenen Menschen. Also die Schlagzeilen sind wirklich extrem und sie überschlagen sich. Dann ARD Tagesschau. Alles aus den letzten Tagen. Experten zur Corona-Krise. Insolvenzwelle ab dem Herbst, fragt man sich. Und ich glaube, die Frage kann sich jeder, der alles ein bisschen mitverfolgt und klar denken kann, selbst beantworten. Trotz des Konjunktureinbruchs gab es im ersten Halbjahr weniger Insolvenzen. Grund sind vorübergehende staatliche Gegenmaßnahmen. Nach deren Ende aber dürfte es laut Experten eine wahre Insolvenzwelle geben. Grund sind natürlich auch, dass einige Firmen oder viele Firmen noch Reserven auf dem Konto haben. Wenn die aufgebraucht sind, ist Feierabend. Und aus dem Cashflow kann sich auch nicht jeder finanzieren. Das gibt es nicht her. Also da wird es ganz schön räuchern in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich erinnere da noch einmal an Herrn Steinmeier zur Corona-Krise. Solidarität ist jetzt existenziell wichtig, ist vom 26.03., aber dürfte an Aktualität nichts verloren haben. Aber was die Regierung von Solidarität in Zeiten einer Pandemie hält, könnt ihr euch gerne in einem meiner Videos angucken, das ihr hier bei mir im Kanal findet. Aber was ist jetzt die Solidarität der ARD oder der Allgemeinen Rundfunkanstalten Deutschland? Ja, das spiegelt sich dann so wieder. Länderchefs für höheren Rundfunkbeitrag. Staatsvertrag unterzeichnet. Also die Ministerpräsidenten der Länder haben den Staatsvertrag zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf 18,36 Euro unterschrieben. Jetzt müssen noch die Landtage zustimmen, vor allem in einem gibt es Widerstand. Und es geht mir hier mitnichten um die 86 Cent. Es geht mir um das Symbol, das hier nach außen getragen wurde. Das ist einfach, oder um die Symbolik, die hier entsteht. Überall brechen Firmen zusammen. Tausende von Arbeitsstellen werden vernichtet. Vielleicht Hunderttausende, vielleicht Millionen. Wir wissen ja noch gar nicht, wo der ganze Wahnsinn am Ende endet. Wo das alles hingeht, wo das alles hinläuft. Und die, Herr Damen und Herren, erhöhen erstmal den Rundfunkbeitrag. In einer solchen, wie man selbst immer sagt, Jahrhundertkrise. Also das ist schon fast pietätlos. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen. Jetzt könnte man natürlich zynisch sagen, ja, wenn die Leute keine Arbeit mehr haben und kein Geld mehr verdienen, dann müssen sie das ja nicht, dann sind sie ja ein Sozialfall, dann müssen sie ja keine Beiträge mehr bezahlen. Aber das wäre wirklich absolut zynisch. Aber das traue ich sogar hinter den Kulissen sogar noch zu, dass man da seine Späßchen macht. Denn wer sowas verabschiedet, naja, ich muss aufpassen, dass ich mein Video nicht wieder in die Länge ziehe. Also gehe ich gleich zum nächsten Punkt. Was ist ARD und ZDF eigentlich? Die Senderfamilie von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Da haben wir allein ihre Rundfunkanstalten auf einen Blick. Diese 26 Sender sind zu Hause in den öffentlich-rechtlichen Medien. Und das ist ja schon mal ein starkes Stück. Ob man die nun wirklich alle braucht, wir sehen hier auch Funk, auf den gehe ich gleich nochmal genauer ein, ob man die nun wirklich alle braucht,
um einem Bildungsauftrag gerecht zu werden, das kann jeder für sich entscheiden. Aber ich gehe nochmal auf diesen Funk hier ein. Das ist nämlich ganz kurz vorher auch der Auftrag der ARD, versteht sich, das muss ich vorher anmerken, auch Internetangebote gehören zum Auftrag. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umfasst ausdrücklich auch die Online-Angebote der ARD. Solche bis hierhin reichen. Und dazu gehört eben Funk. Hey, wir sind Funk. Das ist jung und hip. So liest es sich auf jeden Fall. Und Funk ist für Leute zwischen 14 und 29. Und wer steckt dahinter? ARD und ZDF sind gemeinsam verantwortlich für Funk. Die Inhalte entstehen in Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschland und zusammen mit Creatern und Produzenten. Und wie werdet ihr finanziert? Wir sind ein öffentlich-rechtliches Angebot und werden daher durch einen Rundfunkbeitrag finanziert. Insgesamt haben wir ein jährliches Budget von etwa 45 Millionen Euro. Ein Drittel davon kommen vom ZDF und zwei Drittel von der ARD. Und jetzt mache ich mal, das sieht mal ein bisschen nach Stänkern aus, aber ich mache es trotzdem mal. Ich nehme jetzt mal die 45 Millionen Euro, das hört sich ja bei Milliardensummen nicht viel an, muss man aber trotzdem erstmal verdienen. Also ich nehme die 45 Millionen Euro und teile die durch die üblichen 365 Tage im Jahr. Dann kostet dieser Funk, dieses Netzwerk, am Tag den Gebührenzahler 123.287 Euro am Tag. Was ist Funk genau? Ich habe mir das mal angesehen. Funk ist, beinhaltet diese 70 Kanäle. Da geht es dann um wirklich interessante Dinge. Da gibt es teilweise auch YouTuber aus der Retorte. So sehe ich das. Vielleicht liege ich auch falsch. Wenn ich falsch liege, schreibt es mir in die Kommentare und klärt mich auf. Da sind dann alle möglichen, unsinnigen Formate dabei, die ich mir nicht erklären kann, warum man die unter diesem Label laufen lässt, denn ein Bildungsauftrag wird ja nun nicht mit allem, was hier läuft und was hier gezeigt wird, verfolgt. Zum Beispiel auf Klo, unterhaltsamer Mädels-Talk auf dem Damenklo. Hier quatschen Eda, Vendetta und It's Kohlschau mit ihren Gästen über Liebe, Essen, Karriere und Co. Ob das noch Datteltäter und was weiß ich nicht alles, ob das nun alles sein muss, sei mal dahingestellt. Aber ich möchte das jetzt auch wieder überspringen. Nur mal zeigen, was da mittlerweile alles versorgt wird, wer da alles am Tropf der Gebührenzahler hängt. Denn die Beiträge zum Beispiel, das ist auch einer der Gründe, warum die Beiträge so hoch sein müssen bei uns und warum der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk der teuerste im ganzen europäischen Vergleich ist. Und das war er schon 2016. Denn das ist von 2016 und daran wird sich wohl nicht viel geändert haben. Wenn wir hier mal schauen, hat Deutschland 6,26, das ist mittlerweile ja angestiegen, und hat somit immer noch mehr als Frankreich, Italien, Spanien und Norwegen zusammen. Das ist ein Wahnsinn. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunke von Frankreich, Italien, Spanien und Norwegen zusammen sind nicht so viel wie Deutschland allein. Die Höhe der Einnahmen und dann wohl auch Ausgaben. Ein absoluter Wahnsinn, wie ich finde. Aber naja, wir gehen zum nächsten Thema. Ich will ja versuchen, schnell durch das Thema durchzurauschen, um es mal so auszudrücken. Es liegt aber auch an den Verdiensten, bin ich der Meinung. So viel verdienen Deutschlands Intendanten. Da haben wir dann 399.000 Euro stehen hier, 367.000 Euro. Ich nenne jetzt mal keine Namen, wie das einzuordnen ist. Es geht mir auch gar nicht um 20.000 oder mehr oder weniger. Sondern es geht mir auch um die Debatte selbst. Herr Buroff zum Beispiel sagt, man kann das immer weiter treiben mit dem Neid. Da geht es ihm um sein damals beziffertes Gehalt von 399.000 Euro pro Jahr. Und das hat auch mit Neid nichts mehr zu tun, Herr Buroff. Wenn Sie dann hier unten so viel Sand schreiben, oder Sie werden zitiert, man kann das immer weiter treiben mit dem Neid, erklärte der ehemalige Tagesthemen-Moderator am Mittwoch in Köln bei einer Pressekonferenz nach der ARD-Hauptversammlung. Ich kann absolut zu den Geldern stehen. Man kann immer sagen, weniger, weniger, weniger und weiter. Dann lande man am Ende bei Milliardären, die es sich leisten können, den Job ehrenamtlich zu machen. Ob das so gut wäre für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wolle er bezweifeln. Mein lieber Herr Buro, wenn Sie Ihre Arbeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Motivation daher nur über Ihr Gehalt beziehen, dann hoffe ich für uns alle, dass das die Menschen der Pflege nicht auch machen. Meine Frau ist seit fast 26 Jahren examinierte Kraft in der Altenpflege. In den letzten Jahren ist sie in der Nachtschicht unterwegs und hat viele Patienten und Bewohner zu versorgen, mit nur einer
weiteren Kraft an ihrer, an mehr, in einem mehrstöckigen Gebäude an ihrer Seite. Da darf man die Aufzüge nicht benutzen, weil sonst würde man ja feststecken. Also immer Trepp hoch, Trepp runter. Die letzten Wochen in Corona, in der Corona-Zeit, hatte man diese gelben Anzüge, die kaum atmen zulassen. Man hat im eigenen Saft gestanden, fix und fertig. Über 10 Stunden eine Nacht. Und das viele Nächte am Stück. Und die, meine Frau verdient in 45 Jahren das, was sie in 3 Jahren verdienen. Das heißt, die Lebensarbeitszeit von 45 Jahren. In dieser Lebensarbeitszeit verdient meine Frau, und die hat wirklich Verantwortung zu tragen, das, was sie in 3 Jahren verdienen. Und meine Frau muss sich jeden Tag motivieren, trotz dieses Gehalts das zu machen. Und da kommt kein Milliardär, der das im Ehrenamt machen könnte. Also das ist ja völlig irrsinnig. Das ist genauso irrsinnig, das zu behaupten, die Motivation käme dann ja wohl über das Gehalt, als zu sagen, das wäre Neid. Denn Neid ist das nicht. Es ist eine Gerechtigkeitsdebatte, die hier stattfinden muss. Denn meine Frau und viele andere Pfleger, Krankenschwestern und so weiter und so fort stehen mit ihrem Namen, unterschreiben für das, die Arbeit, die sie geleistet haben, Tag für Tag. Und so stehen sie oft mit einem Bein im Gefängnis. Oder im Vorbestraft sein. Das wird ihnen nicht passieren. Wir wissen doch, wie das da oben läuft. Da wird delegiert. Da wird die Schuld nach unten gedrückt. Machen wir uns doch nichts vor. Wer übernimmt denn noch Verantwortung in Politik oder in diesen Intendanten- oder Direktionsposten? Das macht doch keiner mehr. Und wenn dann doch mal einer dran ist, was ist dann? Ja, dann wird der goldene Handschlag, dann wird sich mit dem goldenen Handschlag verabschiedet. Also wir sehen es doch. 9,966 Millionen Euro Gebührengelder veruntreut beim Kika-Kanal seinerzeit. Wir sehen es weiter, drum prüfe, wo das Geld verschwindet. Da wird dann zitiert, da wird dann gesagt, dass im öffentlich-rechtlichen Sender missfällt, dass die Rechnungshöfe auf ihre Kosten gucken. Ihr seid aber ein öffentlich-rechtlicher Sender. Und wer öffentlich-rechtlich ist, noch klar kann man es gar nicht, kann das Wort das gar nicht umfassen, oder der Wortsatz, wer öffentlich-rechtlich ist, dem guckt man natürlich auch auf sein, und so viel Geld kassiert, dem muss man natürlich auf seine Kosten gucken. Das ist das Normalste der Welt. Natürlich mag man das nicht, wenn dann so eine Sache wie hier dabei rauskommt. Doch genau hier liegt der Hase im Pfeffer, wie man zuletzt bei der Abrechnung der längst eingestellten ARD-Vorabendshow Gottschalk Live sehen konnte. Deren Kosten finden sich nicht in den Etats der Sender, sondern bei Tochterfirmen und werden als Geschäftsgeheimnis deklariert. Da musste erst Dokumentarfilmerverband AG Doc kommen und darauf verweisen, dass 4,6 Millionen Euro Garantiehonorar für den Moderator Gottschalk für nicht gezeigte Sendungen doch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten sind. Der WDR als zuständiger Sender vermochte die Sinnhaftigkeit dieses Vertrages nicht wirklich überzeugend darzulegen. Kurz zusammengefasst, damals waren 144 Gottschalk-Live-Sendungen geplant im Vorabendprogramm, das muss man sich mal vorstellen, Vorabendschau. Es kamen nur 70 zusammen, weil die Leute von dem Fernsehen eingeschlafen sind und dann nachher nicht mehr eingeschaltet haben. Und man hat ihm aber trotzdem die gesamten 144 Sendungen bezahlt. Also 74 Sendungen bezahlt, für die er eigentlich nicht gearbeitet hat. Wenn wir irgendwo in einer Firma beschäftigt sind, die sich nicht mehr lohnt, die sich nicht mehr rechnet, dann werden wir wegrationalisiert und dann kriegen wir auch nicht das Gehalt noch für weiß wie viele Jahre ausgezahlt. Das ist normalerweise der Lauf der Dinge. Aber wir sind ja auch, oder der Mensch beim Fließband oder der Mensch im Handwerk ist ja auch, scheint ja auch eine andere Spezies zu sein, scheint zu einer anderen Gattung zu gehören. Aber ich will das auch nicht so sehr vertiefen. Ich will nochmal auf die Gehälter zu sprechen kommen. Da geht es mir, Gehälter und Vergütung in der ARD, es geht mir gar nicht darum jetzt hier, ich will auch keine Neiddebatte lostreten. Wer mich kennt, der weiß, ich habe mit Neid nichts am Hut. Ich fahre keine dicken Autos, ich trage keine Goldklunker, kaufe mir keine Markenklamotten, um mich mit irgendwas zu schmücken, um mich selbst aufzuwerten. Ich bin, wie ich bin, und ich stehe zu mir. Und deswegen, weil ich auch nach sowas nicht strebe, kann ich nach sowas auch nicht neiden oder jemanden Neid haben. Es geht mir um die Gerechtigkeit. Es darf nicht sein, dass manche Menschen nicht mal 10 Euro im Monat verdienen, in der Stunde verdienen, und andere verdienen das, was ein Pfleger oder eine Krankenschwester oder wer auch immer in 40 oder 45 Jahren nicht verdienen in 3 Jahren. Das darf es in unserer Gesellschaft, in unserer modernen Gesellschaft einfach nicht mehr geben. Jemand, der sich um die Gesundheit der Menschen kümmert, muss auch mal in seiner Freizeit auch mal das Leben genießen dürfen. Und das geht eben doch leider in unserer Gesellschaft, in der momentanen Gesellschaft nur, wenn die Kasse stimmt. Das muss man leider sagen. Hier unten sieht man dann also in der Gehaltsstruktur in der ARD 2018, das Ganze ist vom 5.8.2019, da sieht man dann halt die Gehälter von 2018. Der Intendant zum Beispiel des Bayerischen Rundfunks 184.000 Euro, des WDR 391.000 Euro, den Rest könnt ihr selber einsehen.
Der Direktor des WDR bekam, hier haben wir zum Beispiel den Monatsgehalt, eine Grundvergütung, man weiß ja, was es da nicht noch alles gibt für Spesenkonten, 19.267, das beläuft sich bei ungefähr 231.000 Euro Jahresgehalt. Also, das sind schon alles irre Summen. Wir haben dann noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesrundfunkanstalten, außertarifliche Bezahlung und so weiter, Programmbereichsleiter, Redakteure, Kameramann, Grafiker und so weiter. Der Sekretär und Sachbearbeiter liegt in der Mitte bei 4.700 Euro in etwa oder 4.400 Euro in etwa. Nur der einfache Sacharbeiter, Sachbearbeiter. Also da geht schon gut zur Sache. Da verdient man schon gutes Geld. Und dass man da nicht so gerne drüber spricht, ist klar. Ich habe euch das alles verlinkt. Ich will nicht viel weiter darauf eingehen. Ich rede ja sowieso schon wie ein Maschinengewehr. Man kann das vertiefen. Ich habe noch vieles dazu gefunden, aber ich habe euch alles verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut euch das selber an. Mir geht es einfach im Grund und im Kern geht es mir um eine Gerechtigkeitsdebatte, um eine Debatte der Solidarität, die uns vorgepredigt wird. Solidarität, Solidarität, Solidarität. Und dann bedient man sich ganz frech wieder an den Bürgern, die gerade auch zuhauf ihre Arbeitsplätze verlieren oder sich selber einschränken müssen, um sich selbst das Säcke zu füllen, um ja sich selber nicht einschränken zu müssen. Und das kann es in solchen Zeiten nicht sein. Gerade in solchen Zeiten nicht. Ganz kurzes Beispiel, bei uns hier hat man mittlerweile die Grundsteuer fast verdoppelt, bei uns in der Region, wo wir wohnen. Man hat eine Regenwassergebühr eingeführt, er will die jetzt einführen. Und vor kurzem hat man eine Straßenreinigungsgebühr eingeführt. Und die hat man nach kurzer Zeit gleich nochmal verdoppelt. Also um 80% erhöht, ist ja quasi eine Verdopplung. So bedient man sich mittlerweile. Wir haben ja kein Schwimmbad mehr, hier ist nichts mehr. Hier ist kein Markt mehr, hier ist alles total tote Hose. Aber immer mehr nehmen für immer weniger Gegenleistung. Das ist mittlerweile das, wie es abläuft. Schamlos und ohne rot zu werden. Und so bedient man sich auch hier wieder. Man predigt Solidarität und Gerechtigkeit, man lebt sie aber nicht vor. So einfach ist das. Und das kann man auch gut, sehr gut hier erkennen, zwischen was man sagt und wie man handelt. Denn die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt selbst, öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Schusslinie, eine Differenzierung. Die will ich euch jetzt nicht ganz komplett vorlesen. Es geht mir hier vor allen Dingen um diesen Absatz. Der Rundfunkstaatsvertrag verpflichtet die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter dann mit ihren Angeboten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland, die europäische Integration sowie die Völkerverständigung zu stärken. Für die Erfüllung dieses Auftrags, Programmgestaltung, sind die Rundfunkanstalten aufgefordert, sich in ihren Angeboten an bestimmte Programmgrundsätze zu halten. So sollen sie Objektivität, Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit wahren und einen Beitrag zur Verwirklichung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung leisten. Und da haut es mich förmlich aus den Latschen. Also der Spagat zwischen Anspruch und Wirklichkeit könnte aus meiner Sicht nicht mehr größer sein. Wenn man sich anguckt, gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland stärken, wenn man sich anguckt, Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit wahren, und dann jetzt gerade in der Corona-Krise zurückblickt, wie man die Menschen diffamiert hat, die nicht konform mit Regierung und Medienmeinung gegangen sind, dann ist das alles andere als gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Das ist Spaltung ohne Ende. Und Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit habe ich nicht wahrgenommen. Weil jede andere Stimme zur Corona-Krise, jeder, auch die absoluten Kapazitäten auf ihrem Gebiet, lächerlich gemacht wurden, in Frage gestellt wurden und nur eine Stimme ertönte: Corona ist gefährlich. Es gab überhaupt, oder es wurde nicht mal differenziert, es gab nur Schwarz und Weiß. Und ich finde, jetzt zum Schluss gibt es noch einen Kommentar, den ich mir nicht verkneifen kann, den ich einblenden muss, der eigentlich diesen ganzen Missstand so richtig wiedergibt. Es geht mir um diesen Kommentar. Der Status quo ante, also zurück zur alten Normalität, ist vielen Wirrköpfen, die sich im Netz unter Widerstand 2020 und anderen Namen tummeln, nach gerade ein Herzensanliegen. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Eine solche Aussage spiegelt alles wider. Die gesamte Arroganz, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Kritikern oder den Menschen entgegenbringt, die nicht ihren Wahrheitsmedien
uneingeschränkt folgen. Das ist eigentlich nicht zu fassen, weil diese Menschen ja ebenfalls zahlen müssen für ein Programm und für Menschen, die sie so beleidigen. Mitnichten sind alles Spinner und Wirrköpfe. Es sind viel mehr Menschen dabei, die gesunden Menschenverstand besitzen und sachlich hinterfragt haben. Aber sachliche Debatten sind in diesen Medien ja überhaupt nicht mehr gewollt. Es soll eine Meinung vorgegeben werden und das ist meine Meinung. Okay, Leute, ich muss aufpassen, dass ich den zeitlichen Rahmen nicht widersprenge. Ich wollte euch das nur kurz vorzeigen. Ich wollte nur kurz zeigen, dass das, was uns vorgepredigt wird, Solidarität, dass die existenziell wichtig ist, nicht nur jetzt, sondern immer, Solidarität ist immer existenziell wichtig, dass das nur Blubberblasen sind, die wir immer wieder aus den gleichen Richtungen zu hören bekommen. So, das war's von mir. Ich weiß nicht, wie ihr die Sache seht. Schreibt mir bitte sachlich in die Kommentare, wenn ihr mich denn findet und wenn ihr Interesse habt, euch mit mir auszutauschen. Ich lasse mich auch gern eines Besseren belehren. Keiner hat die Wahrheit für sich gepachtet. Vielleicht seht ihr die Dinge anders. Also wie schon gesagt, schreibt es bei mir rein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht sogar über ein Abo, einen Daumen nach unten. Da muss ich auch mitleben. Ansonsten wünsche ich euch heute als Samstag einen tollen Samstag. Macht's euch schön. Macht euch noch ein schönes Wochenende. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch, bleibt gesund, alles Gute und ja, auf ein neues beim nächsten Video. Liebe Grüße, euer Schorze. Auf Wiedersehen.